So, hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben ein neues Ziel. Tab. Okay, gut, das ist die Map, brauche ich nicht. Moin, Schweinchen Page. Also, Doktor, wie lautet die Diagnose? Doktor? Redet er auch? Hallo? Doktor? Doktor? Diagnose? Weißt du was? Ich glaube, ich muss das Ding mal nach vorne schieben. Meine Güte, mach langsam! Du holst dir einen Leistenbruch! Oh. Zuvorkommt. Jade Reporting und Co. müssen dringend das Firmenspar. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Die langsamste Stromspur überhaupt. Das ist so geil, ey. Starter Hovercraft. Da sind wir noch hier die ganzen Booster mit. Perfekto, ich nehm's auf. Damit können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Direkt zur Mamago-Werkstatt. Und natürlich auch Reparaturkits, falls wir ein bisschen kaputt gehen. Gut gemacht, Jade. SOD. Ich glaube, Self on Demand oder so? SOD, SOD, SOD. Wo steht das? Boah, I don't know. Wie er da angetapst kommt. Warte mal. Na, ja, na, na, komm, komm. Was willst du nicht? Kommst du nicht ganz mit? Wenn ich zurückgehe, kommst du noch mit? Komm, 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 komm. Page. Ja, du siehst mich nicht, ne? Naja, wir können das Spielchen auch so spielen. Na ja, gut, dann gehen wir halt rein. Oh Gott. Dem geht es nicht mehr gut im Hovercraft. Aber ich will gerne die Fische noch haben. Oh, jawohl. Ja, man sieht's doch, oder? Also ich finde, wenn ich das Video Roald Magleman schicke, dann sagt er auch, ah, das ist eindeutig mein Lieblingstier. Das ist Trillianotus. Trilliatus. Ist eindeutig, ist es das. Der sagt 100%, ja, erkenne ich. Ein lebender Dipneu. Unfassbar. Unfassbar, ein lebender Dipneu. Okay, dieser Film ist voll. Bravo, Jade. Ich schicke den Zoom. Oh, jetzt kriegen wir einen Zoom. Und ich werde den Film neu laden. Sehr gut. So, jetzt müssen wir leider nochmal andocken. Aber ich habe ja gesagt, ich will alles 100% machen. Das bedeutet, wir werden nochmal eben schnell auf den Leuchtturm gehen und diesen blöden Pinguin da oben. Währenddessen esse ich weiter meine Tarantel. Und nun eine Ansprache von General Keck, dem Oberbefehlshaber der Alpha-Abteilung. Eine Ansprache von General Keck. Ist das dumm. So, Kollege. Du machst noch eine Runde und dann bist du auf Film, Junge. So, jetzt können wir nämlich so hart ranzoomen. Boom. Lutra erecta. Ein zweibeiniger Otter? Unglaublich. Ein zweibeiniger Otter. Für 1000. Läuft. Haben wir. So, meines Wissens nach haben wir jetzt jedes Tier abgeklappert. Falls wir doch eins vergessen haben, dann schreibt mir das gerne mal. Einfach in die Kommentare. Kann man vielleicht auf dem Meer hier was sehen? Hier sind nur die Schlachthäuser. Nee, da ist nichts. Ja, nicht so schlimm. Ab zum Hovercraft. Boah, die Musik finde ich auch so geil, ne? Die Musik, die Inszenierung, der Witz, also der Humor generell. Charaktere. Oh, er ist da! Hoppel? Na komm.
So, jetzt aber wirklich. Raus hier aus der Bucht. Ah, Gott. Dem Auto, dem Hovercraft geht's gar nicht gut. Es muss halten, bis wir bei Mama Goose sind. Die haben, was wir brauchen. Okay. Dann ab zum Mama Goose. Oh, der Kompass, der war auch mal besser, ne? Ja. Aber ist okay. Guck mal, wie belebt da jetzt die ganze Umgebung hier ist, seit wir nicht mehr oben auf dem Leuchtturm sind. Schon geil. Da ist Mamago. Auf geht's. Wir können auch schießen, oder? Nun, das war's. Finito. Ende. Ah, verdammte Dreckskarre. Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Ja, scheiß Ubisoft fickt jetzt hier rein, oder was? Erste Mal Platte. Bei Mama Goose gibt's Ersatzteile satt. Ist die Hoverkraft. Erste Mal Platte. Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mama Go Werkstatt. Mama Go! Mama Go! Hey, es funktioniert. Ba-ba-da-ba. Ja, so ziehen sie die Kunden direkt ins Netz. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jade. Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Oh boy, oh boy, oh boy. Ah, dieser Song ist so geil, ne? Ist der Hovercraft. Erste Mal Platte. Wait. Auch hier der Song wieder. So ein Feeling, ne? Hi Jay, sieh mal, ein Doms-Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal, da oben. Hm. Ja, cool, ne? Hey, yeah. Yo, yay. Wie läuft's Geschäft? Hat Jade Reporting genug Aufträge? Es geht bergauf. Es war ein bisschen ruhig für eine Weile. Und dann kommen plötzlich zwei Missionen auf einmal. Viel Glück, Jay. Nicht so viel Schaden durch den gestrigen Angriff? Ah, wir hatten nicht einmal genug Zeit, den Schild zu aktivieren. Wenigstens ist Mama, Hal und Issam nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Cool. Mama, go. Hi, Issam. Yo, Jade. Schön, dich zu sehen. Hab mir schon Sorgen gemacht. Diese Doms im Meteor sind auch recht. Dom-Z. Das ist für dich, Stefan. Sind auch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knirpse, sind sie okay? Und die neue? Wie macht sie sich? Das ging schon heiß her, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Danke, Isam. Übrigens danke nochmal, dass ihr uns den Abschleppwagen geschickt habt. Kein Problem, Jade. Man muss doch euren Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Ist ja auch einer dieser Meteore runtergekommen? Ach, ich mag gar nicht dran denken. Was, das ganze Lager ist in Rauch aufgegangen. Dieser Krieg ist eine Katastrophe. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jade. Bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Also, die Mama möchte ich gerne mal sehen von Mama Go, Digga. Oh, was ist das für ein Benzinkanister? Ah, den kenne ich noch nicht. So, Carbops. Hier haben wir einen Automaten. Kontoidentifizierung. Okay. Mit zwei Items, die ich nicht kenne. Die sind neu. Was ist das? Hovercraft. 850 Einheiten. Nehmen. Was ist das? Ein Skin? Bueno, ich behalte das für dich. Die Schrauber der Mamago-Werkstatt haben wirklich ihr ganzes Herz in diese bunte Hovercraft-Version gesteckt. Ein Skin? Wie geil. Page-Look. 1500 Einheiten. Ja, kaufen wir. Nehmen wir alles mit. Na klar. Gut gemacht, Jade. Als Page für die Garda kochte. Page Pirat-Look. Pirate-Look. Oh, falscher Button. Ey, geil. Und,
Ja, gib mir mehr von dem. Ja, genau. Ah, noch ein bisschen in die Richtung. Ja, genau das. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, perfekt. Du machst das richtig gut. Ja, das Lächeln. Ah, oh, diese leicht verschmitzt. Ja, verschmitztes Lächeln, genau. Und jetzt nochmal für die Forschung. Rhinoceros sapiens. Identifiziert, datiert, abgelegt. Und in Skins investiert. So, Paige. Du bist auch dran. Ah, nee, warte mal. So. Hey, Paige. Guck mir in die Augen, Paige. Können diese Augen lügen? Guck mir in diese Nasenlöcher. Ah, wie ist der Kariesbestand? Sieht gut aus. Aber du hast jetzt ein bisschen runtergefeilt, oder? Aber die sehen gut aus, ne? Die sind richtig schön hoch und so. Das ist spitz. Scheinst du gute Pflege zu machen, ja. Aber Digga, Paige. Mann, Paige, haben die das rausgenommen? Oder ist das, weil der hier gerade ein bisschen... Der ist ein bisschen buggt, oder? Hey, Paige. Was hat er denn zu sagen? Und die sollen haben, was wir brauchen? Das meiste ist gebraucht. Aber wir brauchen einen neuen Motor für das Hovercraft. Dieser Mr. De Kassler kam gerade zur rechten Zeit. Ja, ja, so viel ist sicher. Wir müssen unbedingt unser Konto auffüllen. Du sagst es. Weißt du, Ming Zu verkauft in seinem Laden alle möglichen Detektoren. Für Tiere, Perlen. Die sind sicher eine große Hilfe. Da werde ich auch noch hingehen. So, ist jetzt so? Ich fotografiere ihn noch nicht, weil er macht nicht das, was ich möchte. Ich heb's mir nochmal auf. Bestimmt, wenn wir in der ersten Höhle sind oder so, dann wird das bestimmt was. So, das hier müsste Hell sein, oder? Ja, hi Hell. Hast du was, um unser Hovercraft aufzupeppen? Das war genau richtig, hierher zu kommen. Wir haben, was ihr braucht. Einen brandneuen Speedcraft-Motor. Für nur eine kleine Perle gehört er dir. Lege deine Perle einfach in das Empfangsgerät neben dem Antrieb. Ich garantiere, du wirst einen großen Unterschied bemerken und wenn du mal Probleme hast, kann er einfach mit einer SOD repariert werden. Eine SOD? Schweizer Offiziersdrohne. Ah, ja, so war das. Schweizer Taschenmesserdrohnen quasi. Die sind echt praktisch. Du kannst dir welche am Automaten direkt hinter dir ziehen. Okay. So, werden wir mal das Ding kaufen. Isam, ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Isam! Bisschen wie bei den... Was ist 7? Scan-Analyse, okay. Ja, sagt's nicht, waren das die Volnis? Mit die Werkstattbrüder so mit ihren Nudeln kannst du machen kalt, kannst du machen warm. Aber das ist so ein bisschen das Feeling so. Hey Isam, Speedcraft Motor, kannst du mal, ja, alles klar, kein Problem. Chillige Gesellen, coole Leute, tolle Rhinozerosse. Vor allem diese ganzen irgendwie Reggae Rhinozerosse, das ist so geil, ne? So vom Stil her voll cool. So, was können wir denn hier kaufen? Konto-Identifizierung. Okay. Ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige des Schiffes um einen Schlüssel. Mhm. Haben wir kein Geld so, leider. Ein Mega-Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Da haben wir keine Einheiten. Ein Flugstabilisator. Was haben wir da? Ein Sprungkit. Ein Sternenantrieb. Wow. Und noch ein paar Carbubs. Die brauche ich aber aktuell noch nicht. So. Ah. Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen! Nee, ich lass mich nicht überraschen. Ich weiß ja jetzt Bescheid. Ein neuer Angriff? Vielleicht schaffen wir es in der Zeit schnell nach Hause. Hibis. Ah. Wir müssen die beschützen, Jo!
Diese Schlange mache ich weg. Aber erstmal. Oh. Bam! Habe ich sie auf Foto. Teratosaurus Imperator. Noch einmal vielen Dank, Jade. Ja, noch einmal vielen Dank. 2000 Einheiten. Das ist kein Dankeschön-Wert, sondern das ist ein alter Danke. Wie hast du das geschafft? Ah, da habe ich ein bisschen Schaden gekriegt. Bam, 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 bam. Oh, ich hab dich gleich hier. Komm her. Diese Schlange hier. Na ja, komm, nur noch der Kopf. Nur noch der letzte. Kopf, Kopf, Kopf. Ja, der zappelt ganz schön, ne? Oh mein Gott. Ja. Ja, komm schon, letzte. Ja, jawoll. Ja. Oh. Die können wir gut gebrauchen, wenn wir wieder zu den Mamagos müssen. Doms Seeschlange. Eine neue Perle. Also da oben den Schutzschiff verstehe ich ja. Aber wie haben die den aktiviert? Blauer Skorpionsfische. Wetten, dass das Forschungszentrum interessiert? Oh ja. Boop. Raskax. Keroleos. Na klar. Aus der gleichen Familie wie die Skorpionsfische. Schwer zu fotografieren. Mhm. Aus derselben Familie, weißt du? Page so, hey, Skorpionsfische! Ja, die sind bestimmt was wert. Und Profi denkt sich, ja, das ist aus der Familie der Skorpionsfische. Eigentlich nicht so mega gut, aber ist okay. So, Kollege, bist du gerade hier gerade... Also... Das Boot ist doch gerade aus dem Sand, aus dem Strand rausgekommen, oder nicht? Fuck. Ey, ihr Typen, schießt auf das falsche Ziel! Es ist untersagt, auch Zivile. Okay, die kommen schnell. 250 Tacken? Ja, und schon sind sie wieder weg. Die Penner. Da gebe ich nochmal einen hier drauf. Achtung! Da rennst du zumindest. Ja, ich weiß, dass ihr da seid. Deswegen habe ich euch hier abgeschossen. So, wir haben eine Nachricht. Miss Jade. Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der Schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Ah ja. Okay. Ist mir egal. Ich gucke erstmal, was hier so ist. Wir können aber ein bisschen erkunden. Und zwar hier ein bisschen rumschauen. Sehen wir hier was? Nee, leider nicht. Nichts zu sehen. Ist hier hinten was? Ja, da geht's rein zu unserem Turm. Hier ist nichts zu sehen. Ist hier hinten noch was? Nee. Das ist halt ewig her, dass ich das Spiel selber gespielt habe. Ne? Also wirklich lange her. Viele Jahre. Aber erstmal gehen wir jetzt hier oben. Zack. Plopp. Voraxhöhle. So. Damit sind wir an unserer ersten Höhle. Komm, frisch. Bufo erectus. Perfekt. Ich füge das in die Liste ein. Mhm. Ja, können wir nochmal speichern. Wobei, ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht, wa? Nee, komm, lass uns mal. Oh, guck mal an hier. Max HP. Einmal mehr. Ein Boost auch. Also die Boosts sind für den Hovercraft. Ne? Da kann man dann nochmal richtig schnell fahren. Ja, fahren ist es... Das schon fliegen mit dem Hovercraft, weil das ja irgendwie auf dem Wasser gleitet. Ja, aber ich glaube, das ist noch als Fliegen okay. Ach, sag bloß. Das war nichts. Achso. Hm. Nix. Nee. Page? Kein Problem. Kein Problem.
Dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Kein Problem. Ah, da habe ich nicht die Ausrüstung. Ja, perfekt. Ja gut, hier kommen wir noch nicht rein. Man könnte jetzt sagen, hä, wusstest du das nicht? Du hast das Spiel schon mal gespielt, du bist doch so ein Profi. Ja, aber so gut dann auch wieder nicht. Na gut. Nicht so schlimm. Dann kommen wir hier nochmal wieder zurück. Aber was wir auf jeden Fall nochmal machen können, ist, wir zurück zum Mamako gehen. Denn der hatte ja so ein Level-Up. So ein HP-Up fürs Hovercraft im Angebot. Wofür ich nicht das Geld hatte. Und jetzt habe ich ja Geld. Aha, Hell, Babuka und Isab, die wir machen das, Mamako-Brüder. Ah, das sind alles Brüder, ja? Wo, was mit der Mauer? Ola ist aufgefüllt. Konto, Identifizierung. Okay. Okay. Ein Mega-Impulser. Ja, Mega-Impulser. Nehmen wir mit. Ich will wirklich alles 100% in diesem Spiel machen. Ne? Ja, das hier, ich glaube, das wird alles immer wieder neu. Oh, eine Verdreifachung. Guck mal, hier ist auch noch ein Max-HP drin. Konto, Identifizierung. Okay. Nehmen wir auch mit. Das wird nicht nötig. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem. Und hopp. So. Jetzt waren wir da, in der anderen Höhle waren wir. In der Höhle aber, da weiß ich 100%, dass wir da auch so weiterkommen. Das ist, sind so kleine Nebenquests hier in den Höhlen, die wir abseits von der Hauptstory machen können. Und die hier können wir jetzt schon machen. Räuberhöhle. Großer Gott, Jake, pass auf! Huh. Plünderer! Plünderer! In einem Polizeiauto. Warum überweise ich den Geld? Die haben 100... Die haben 100 Eier geklaut. Scheiße, Verfolgungsjagd! So, Geld mitnehmen. Oh, Geld wird mitgenommen. Nichts liegen lassen. Es ist dieser Funken, der die Türen schließt. Ja, ich glaube auch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Aua. Nicht schlimm. Ich habe genug KP. Das war... Das war worth. Geld. Die müssen was Größeres verstecken. Was das wohl sein kann? Vielleicht eine Schwarzmarktwährung, hä? Bam! Ich bin schneller als ihr! Jawoll! Geld mitgenommen. Wichtig. So. So. Nein, links und rechts war Geld. Das konnte ich nicht beides mitnehmen. Fuck. Hätte ich vorher abschießen müssen, dann wäre es vielleicht gegangen. Scheiße. Egal. Nicht so schlimm. Wir nehmen trotzdem noch gut was mit und so viel Geld ist es jetzt auch nicht, was wir da kriegen. So. Und hoch da. Jawohl, mit Boost. Und yeah. Du hast ihn festgenagelt, Jade. Lies ja, ihn deine Rechte vor. Rechte, links, rechts, vorne, hinten und rot. Beute der Räuber. Tsching. Super. Abgeschlossen. Ah. So. Erste Racing Quest. Abgeschlossen. So. Wir konnten mal eben gucken. Da geht zwar nicht normal weiter. Manchmal ist es natürlich die Hauptstadt, aber ich würde hier ganz gerne mal vorher schon lang gehen. Ach, hier ist so ein Ding. Ja, da kommen wir nicht durch, ne? Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Nicht wirklich ein herzlicher Empfang. Die Rhinos haben sicher etwas, um mit ihm fertig zu werden. Oh ja, haben die. Sie betreten eine gefährliche Zone. Ah, wenn ich hier vorbeigehe... Sie betreten eine gefährliche Zone.
Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Ja, selber, du Arschloch. Oh. Na gut, dann fahren wir durch die Stadt. Die werden in der nächsten Folge sehen.